Moin und willkommen bei Gradwerk Pfalz. Heute geht es um die Kontaktplatte für die Masseverbindung meiner Zündapp DB200. Diese müsste bis zur DB201 gleich geblieben sein und wurde wahrscheinlich auch noch bei anderen Zündapps zuvor verwendet. Wir fangen damit an, die Kontaktplatte vom Motorhalter abzuschrauben. Diese ist mit einer M8er Schraube und Mutter gesichert. Die Schlüsselweite beträgt 14 mm und natürlich werden alle Schrauben wieder aufbereitet und es kommen keine 13er Schlüsselweiten an dieses Rad. Wir sehen schon, die Platte sieht etwas mitgenommen aus und ist stark verschmutzt. An einer Stelle ist das Messing auch stark eingedrückt. Die Ersatzteilnummer der Kontaktplatte ist 6060E01-04 bzw. 6060Z01-04. Die Nummer war auch noch bei der DB201 gleich. Zuerst muss aber mal das Kabel ab und die Schrauben rausgedreht werden. Dazu gut schmieren. Die Schrauben sollten eigentlich nicht festrosten können. Wichtig ist es hierfür, einen perfekt passenden Schraubendreher zu verwenden. Die Schrauben sind DIN 417 M4,5x8 Gewindestifte mit Zapfen mit Schlitz, aber dazu später mehr. Erstmal wird die Platte im Ultraschallbad gereinigt. Dann habe ich die zerquetschte Stelle etwas angeraut und mit einem kleinen Brenner und Lötzinn verschlossen. Anschließend die Platte wieder in die richtige Form gefeilt und geschliffen. Die Kontaktplatte war wohl original verchromt, da es sich aber um eine Militärmaschine handelt, bleibt sie bei mir blank. Lack würde die Funktion stören. Nun zu den Schrauben. Dummerweise habe ich alle Schrauben bis auf eine beim Entrosten verloren. M4,5er Schrauben sind auch fast unmöglich zu bekommen. Also habe ich DIN 417 Gewindestifte in M5x8 bestellt. Diese werden dann am Zapfen in der Drehmaschine eingespannt und mit einem M4,5er Schneideisen überdreht. Ich drehe das Futter von Hand, weil die Maschine nicht langsam genug laufen würde und man so mehr Kontrolle hat. Die Schraube muss zwischendurch etwas ausgespannt werden, damit das Gewinde fertig geschnitten werden kann.
Anschließend habe ich noch etwas den Kopf versäubert. Die Schrauben kamen schon blank, wären jetzt aber auch nicht mehr beschichtet, wären sie es denn gewesen. Daher jetzt gut entfetten und mit Schnellprünierung schwärzen. Danach etwas einölen als Korrosionsschutz. Nun können die Schrauben wieder eingeschraubt werden. Und zusammen mit der originalen Schraube und Mutter sowie einem Sprengring ist die Platte wieder einsatzbereit für die nächsten 86 Jahre. Das Moped aber leider noch nicht. Aber damit war es das dann schon wieder mit diesem Video. Schaut auf dem Kanal vorbei, lasst ein Abo, einen Daumen und einen Kommentar da und bis zum nächsten Mal bei Gradwerk Pfalz.